alle zusammen, ich bin's wieder, Hexalexa. Und in diesem Video fasse ich mal alle Möglichkeiten zusammen, wie ihr an exotische Waffen und Ausrüstung kommt. Und nochmal vielen lieben Dank für die 1000 Abonnenten. Ich weiß, ich gehe damit vielleicht manchen Leuten inzwischen auf den Keks. Aber ich freue mich einfach riesig, dass wir das zusammen geschafft haben. Und das nächste Ziel sind natürlich jetzt die 2000 Abonnenten. Und wenn euch mein Content gefällt und ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun, um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Ich bin auch ab und zu mal live auf Twitch, schaut auch gerne mal vorbei. Ansonsten geht's jetzt weiter mit dem Video. Gehen wir erstmal zu den Waffen. Also, die Waffen können auf jeden Fall von jedem Spieler im Turm geholt werden. Also fast jede Waffe. Von den vergangenen DLCs und Seasons auf jeden Fall. Und zwar hier zwischen den beiden Tresoren gibt es ein exotisches Archiv, Denkmal des verlorenen Lichts. Und hier kann man halt die verschiedenen Kapitel von Destiny auswählen. Und wenn man inspiziert, kann man sehen, welche man schon hat und welche nicht. Je nachdem, was man noch nicht hat, kann man es sich kaufen. Dafür braucht man eigentlich für alles einen exotischen Code. Den bekommt man bei Xur durch eine Quest oder halt durch den Season Pass. Dann braucht man Glimmer, eine bestimmte Ressource und Aszendentenbruchstücke. Sind diese Waffen Raid-spezifisch, also kommen aus irgendwelchen Raids von früher, die es vielleicht nicht mehr gab oder zumindest die es noch gibt, aber ihr in denen spielen könnt oder die Sachen einfach nicht droppen, könnt ihr wie hier die Sachen auch für exotische Codes holen mit Aszendentenbruchstücken und Eroberungsbeute, die ihr ja in den entsprechenden Raids bekommt. Dann gibt es, wie gesagt, in jedem Raid ein spezifisches Exo, eine Waffe, die ihr entweder direkt am Ende des Raids bekommen könnt, mit ganz viel Glück, oder auch durch eine Raid-Quest, die ihr entweder dadurch, wenn ihr den Raid das erste Mal abgeschlossen habt, bekommt. Ihn gerne auch mal, wenn ihr nur irgendwas Bestimmtes im Raid macht, bekommt ihr eine Quest. Oder je nachdem, wenn ihr zu dem bestimmten NPC, der für dieses DLC, für diesen Raid verantwortlich ist, geht, könnt ihr auch nochmal diese Quest bekommen. Dann durch Dämmerungsstrikes. Je nachdem, wie höher ihr in den Dämmerungsstrike reingeht, mit welchem Lichtlevel, desto höher ist auch die Chance. Aber das steht ja auch dabei. Und in Spitzenreiter-Dämmerungsstrikes ist die Chance halt am allerhöchsten. Also irgendwie fast jedes Mal, wenn ich jetzt da drin war, habe ich immer irgendein Exo bekommen. Dann zufällig durch Gegner. Es ist immer sehr schön, wenn man einen Gegner tötet. Es kann auch irgendein kleines Ad sein, irgendein Leibeigener oder so. Man killt dieses Ad und auf einmal droppt da halt so ein Exo-Engramm. Ist wirklich ein Highlight. Dann durch Xur, den mysteriösen Händler, der immer am Wochenende von freitags bis dienstags jeweils 19 Uhr an bestimmten Orten steht. Mal im Turm, mal in der ETZ und einmal auf Nessus. So, bei Xur angekommen, sehen wir, er hat auf jeden Fall exotische Ausrüstung dabei. Das ändert sich halt jede Woche. Das heißt, jede Woche hat er irgendein anderes Teil dabei. Drei verschiedene Rüstungsteile für jede Klasse 1 und eine bestimmte exotische Waffe. Noch dazu kann man einmal für legendäre Bruchstücke und für einen exotischen Code, falls ihr einen übrig habt, ein exotisches Engramm kaufen, wo diese bestimmten exotischen Ausrüstungen drin sind. So, hier kann man sehen, ich habe alles an diesen exotischen Waffen, die man aus diesen exotischen Engramm rausbekommen kann. Dadurch, wenn ich mir jetzt ein Engramm kaufe, bekomme ich Duplikate, die aber bessere Stats haben können. Also, wenn man zum Beispiel jetzt ein Exo hat, was man wirklich sehr mag, aber jetzt irgendwelche beschissenen Stats hat, was ich jetzt leider nicht demonstrieren kann, weil ich bei halbwegs gute Stats habe, verdammter Mist. Aber es gibt auch Exos, wo man dann zum Beispiel kein 70er Wert hat, sondern nur ein 40er Wert. Oder man zum Beispiel voll auf Intellekt hat, obwohl Intellekt inzwischen nicht mehr so viel bringt. Also dafür ist Xur auf jeden Fall auch gut. Und auf jeden Fall ist das auch nochmal ein guter Hinweis zu sehen, was man alles hat und was nicht. Denn alles nach Forsaken, was man oben an diesem kleinen Icon immer links oben in der Ecke sieht, zu welchem DLC das gehört. Alles danach droppt nicht mehr hier in diesen exotischen Engramm. Alles davor schon, alles danach nicht. Das ist nochmal wichtig für gleich. Dann die nächste Quelle ist der Season Pass. Hier bekommt man nämlich auch immer wieder mal ein exotisches Engramm. Aber genau das gleiche, was es auch bei Xur gibt. Wo man auch inspizieren kann und sehen kann, okay, dies und das habe ich schon. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich schaue jetzt hier rein. Mit dem Jäger habe ich alles.
was hier drin ist. Wenn ich jetzt aber auf den Titan gucke oder auf den Warlock und das Engramm inspiziere, ich habe es also noch nicht aus dem Season Pass rausgenommen und sehe, okay, hier mit dem Warlock fehlt mir noch ein Exo, nehme ich das dann lieber mit dem Warlock zum Beispiel raus. Oder halt auch bei Xur hole ich lieber dann noch mein Exo-Engramm ab für meinen Warlock, damit da auf jeden Fall die Chance besteht, dass ich da wenigstens noch was bekomme, was mir fehlt. Und somit kann man schon mal wenigstens ein bisschen gezielt schon mal seine Exos holen, die man noch nicht hatte. Dann bei Rufaufstiegen bei Händlern, also komplett egal, bei Shax, bei Lord Saladin, auch beim Eisenbanner oder auch bei Benji. Komplett egal, sobald ihr irgendwo Level Up seid, besteht die Chance, dass ihr ein Exo droppt. Und natürlich am Ende, wenn ihr die Ränge einmal zurückgesetzt habt, bekommt ihr da auch auf jeden Fall nochmal garantiert ein Exo. Und dann gibt es natürlich auch noch die Abschlussprämien bei Strikes, PvP und Gambit oder auch bei den saisonalen Aktivitäten. Wenn ihr das abgeschlossen habt, bekommt ihr am Ende Loot und da ist auch jedes Mal die Chance dabei, zwar nur ganz gering, aber die Chance besteht, dass ihr da auf jeden Fall auch noch ein Exo bekommen könntet, was ihr habt oder noch nicht habt, aber auf jeden Fall bessere Stats hat. Und dann gibt es natürlich noch die saisonalen Quests, was dann auch jedes Mal ein Exo hat. Oder auch vom DLC irgendwelche Quests, die haben auch sehr gerne Exos mit dabei. Oder auch manche Händler wie Holiday oder auch Benji haben auch oft Quests für euch, die dann hinterher eine Exo-Waffe geben. Das Lustige hierbei ist, das meiste, was ich gerade aufgelistet habe, also Dämmerungsstrikes, Raids, Aktivitätenabschlüsse oder Rangaufstiege bei Händlern, alles das kann euch auch nicht nur Waffen droppen, sondern auch die Katalysatoren dafür, wenn ihr dementsprechend keine Quests dafür habt, die dann auch, sobald ihr die Waffe erhalten habt, sich dann meist öffnet. So, jetzt kommen wir zu den Ausrüstungsgegenständen von Exos. Da gilt größtenteils das Gleiche auch, was ich gerade schon für die Waffen gesagt habe. Nur das Denkmal des Lichts funktioniert nicht. Und die Raids haben natürlich auch keine spezifischen Quests für die Ausrüstungsgegenstände. Genauso wie Händler, die werden auch keine Quests für euch haben. Exotische Gegenstände für den Körper bekommt ihr meistens am Ende irgendeiner Quest. Wie zum Beispiel, wenn ihr die komplette Witch Queen Kampagne auf Legendär durchgespielt habt, könnt ihr euch am Ende eins der zwei neuen Exos auswählen. Und ansonsten droppt es halt bei jeder Aktivität, Dämmerung, Rangliste, etc. Dann gibt es halt noch die Chance, gezielt die neueren Sachen zu bekommen. Also wollt ihr wirklich jetzt gezielt ein altes Exo haben, macht ihr die Sachen, die ich halt vorher genannt habe. Eine andere Möglichkeit, gezielt die neueren Exos zu bekommen, ist, verlorene Sektoren solo abzuschließen. Denn diese Sektoren droppen euch am Ende garantiert, also nicht garantiert immer ein Exo, aber wenn ein Exo droppt, garantiert das, was ihr noch nicht habt und von den neueren DLCs, von Beyond Light an. Dann davor droppt alles jetzt bei Xur oder so. Das ist eine tägliche Rotation. Jeden Tag ab 19 Uhr gibt es immer wieder andere verlorene Sektoren, mal auf Mond oder Europa oder sonst wo oder Kosmodrom. Wenn ihr das nicht seht, müsst ihr meist auf dem Planeten einmal eben kurz wirklich nichts starten, sondern einfach nur durchrennen, den Boss killen. Dann aktualisiert sich das meistens und ihr könnt dann diese Fahne sehen. Und wenn ihr diese Fahne auf der Map seht, könnt ihr erstmal sehen, was aktiv ist. Und unten steht Solo in Klammern, also man muss es halt Solo abschließen, dass halt exotischer Armschutz bei mir zum Beispiel drin ist. Ist selten. Wenn ich das jetzt hier starte und ein bisschen höher mache, dann steht da normal. Aber ganz ehrlich, ich bin das jetzt schon öfters auf Großmeister gelaufen und auf Legende und die Drop-Chance hat sich jetzt nicht wirklich anders angefühlt. Und noch dazu ist es manchmal, je nachdem welcher Sektor gerade drin ist, echt manchmal ein Krampf auf Großmeister da rein. Also gehe ich lieber ein paar Mal mehr auf Legende rein, als mich einmal durchzuquälen durch Großmeister und am Ende droppt dann doch nichts. Aber das ist auf jeden Fall eine Methode, gezielt die Sachen zu bekommen. Ich zum Beispiel habe jetzt jeden exotischen Armschutz für den Hunter und bräuchte jetzt nochmal Beine zum Beispiel. Dann, ja, ist das heute nichts für mich, dann werde ich morgen nochmal ab 19 Uhr vorbeischauen. Dementsprechend dann auf einem anderen Planeten mit anderen Modifikatoren. Und so kann man auf jeden Fall gezielt Rüstungsteile der neueren DLCs bekommen. Ja, an sich war es das auch schon. Ein kleines informatives Video für Leute, die jetzt gerade mit Destiny angefangen haben und dann nicht so genau wissen, wie sie an die Sachen rankommen sollen oder die jetzt wieder eingestiegen sind.
Man kann jetzt auch wirklich nicht gezielt irgendwelche Ausrüstung oder Waffen farmen. Außer man hat jetzt für Waffen zum Beispiel Quests. Aber man kann auf jeden Fall unterscheiden zwischen, welches Exo brauche ich, ist es neu oder alt. Und kann je nachdem dann die bestimmte Wege gehen. Und wenn man Glück hat, hat man sein Exo eigentlich ziemlich schnell. Und das ist eigentlich, denke ich mal, schon eine kleine Hilfe auf jeden Fall. Denn ich selber bin auch erstmal stumm doof rumgerannt, habe immer Xu abgewartet, habe mir immer ein Exo in Gramm gekauft und denke, hä, wieso kriege ich die verdammten neuen Sachen nicht, die ich so unbedingt brauche? Bis mir dann jemand halt das nochmal ganz genau erklärt hat und ich mir dann gedacht habe, ja toll, die Materialien könnte ich mir auch sparen können. Also auf jeden Fall, Waffen bekommt man easy durch den Kiosk, sag ich jetzt mal, auf dem Turm. Und Ausrüstung kann man ziemlich einfach bekommen, indem man halt unterscheiden kann, welche sind vor Beyond Light und welche danach. Und je nachdem dann die gewissen Wege geht. Ich hoffe, das Video war informativ und hilfreich. Und ich denke mal, das Video wird auch eine längere Zeit, auch nächstes Jahr, bestimmt immer noch genauso funktionieren, wie ich es jetzt alles erklärt habe. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten wünsche ich euch echt noch einen traumhaften Tag. Guten Loot in Destiny. Und man sieht sich. Ciao, ciao. Und vergesst nicht zu abonnieren.